Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Part, und zwar wieder Marvins mit. So. Wollte ich nicht. So, ich würde sagen, und zwar kann man hier. Ja. Komm. Kakao. Drei. Okay. Zwar können wir jetzt aus der Elfenbibel oder sowas vorlesen. Die Elfenzyklopädie. Die Elfenzyklopädie. Das ist. Ich muss bloß ein bisschen leiser machen. Ist ein Buch. Es ist ein Mitglied. Filled with all the elves have over new wisdom with end. Okay, das könnt ihr euch durchlesen, wenn ihr wollt. Einfach Pause drücken, weil ihr wisst, ich kann nicht so gut Englisch. So, ich sage, wir gehen mal weiter. Können wir hier einfach durchlaufen. Und zwar habe ich hier richtig viel Schneeflocken vergessen, weil ich das nicht so gut sehe, weil es bei mir zu hell war. Vielleicht habt ihr euch beschwert bei der letzten, vor allem bei Folge 2. Tut es mir richtig leid, ihr habt mich da nicht so gut gehört. So. Hier war hier noch eine kleine. Ne, glaub nicht. Das war hier drüben und ich bin ein bisschen erkältet, wie ihr vielleicht hört. Die noch holen. So. Du kannst schon ziemlich hoch eigentlich fliegen. Schade. Ah, den haben wir, glaube ich, schon gezeichnet. Ja. Und auf jeden Fall wissen wir jetzt, wie wir speichern können. Und es ruckelt auch hin und wieder. Das Spiel hält sich aber auch in Grenzen mit den Frames. Wuhu! Warte. Gehen wir nochmal hier hoch. So. War hier irgendwas? Nö. Wartet noch mal kurz. Entschuldigung. Und zwar will ich schauen. Ich hoffe, auch jetzt das Aufnahmeprogramm. Hoffentlich bald, weil es Stress nicht schon. Aber gerade versprochen, als Stress richtig. Man ist ja gerade da runtergefallen. Stress richtig, und zwar, dass ich so lange aufnehmen kann. Weil wenn man es kauft, kann man so lange aufnehmen, wie man will. Und das oben das Wasserzeichen ist weg. Ah, jetzt hat er. Und was ist das? Eine riesige Burg. Eine riesige Schneeburg. Und wir klettern auf hier herum. Und zwar habe ich herausgefunden. Wo ist das? Ah, hier ist die Karte, da sieht man auch, wo wir sind. Auf Tab ist es. Wir sind gerade hier. Wir waren schon da drüben und eigentlich theoretisch, wenn wir jetzt halt mal hier sind, dürften wir theoretisch unser Haus hier drüben sehen. Ist ja hier. Und ja. Okay, gut. Wir schließen. So. Hey, lass du mich hoch. Yes. Die Burg haben wir abgeklappert. Nein! So, erstmal hier wieder hoch. So, dann holen wir die noch. Nein! Der fällt so tief immer runter. Ah, ist wirklich ein Mythos, glaubt mir. Der verstaut sich schon mal. Nein! Ach man. Egal. So. Ach shit, das müssen wir nochmal fragen. Kein Problem.
wie lange wir hier rumhängen an der Stelle. Schlitter mal schnell. So. Okay, gut so. Dann hier wieder hoch. Nein, nein, Mann. Unser Park ist zu schwer, Mann. Nein, dann. Und endlich Ferien. Folge 3 dürft eigentlich am zweiten Tag von den... Oh, aber dann ist das vielleicht ein Schlitten von Alter. Ich darf nicht so viel reden, doch schon, aber... Auf jeden Fall dürft Folge 3 am zweiten Tag von Weihnachten kommen. Folge 2 genau am Weihnachtstag. Folge 1 ist gerade rausgekommen. Am letzten Schultag zum Glück. Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Halt in die Richtung. So. Dann bitte einmal hier. Wo ist mir hier? Geht doch. Uhu. Und ich werde auch bald mal. Wie heißt es? Hoppla. Wie heißt es? Da oben sind noch zwei. Das heißt Starpoint. Starpoint ist ein bisschen wie Minecraft, bloß in einer anderen Sicht. Und wie gesagt, ich zocke das hier mit dem PC. Wollte schon mit Controller mal versuchen. Aber hat nicht so gut geklappt. Hui. Perfekt gejumpt. Und zwar hier waren wir noch nicht. Ich hab's gleich gesehen, dass da drüben Enter stand. Vor allem bei der Burg. Ich hoffe, das habt ihr gesehen. Könnt mir auch gerne Tipps in die Comments schreiben. Und eigentlich reden wir mal über das Ende. Und zwar, warum ich eigentlich Let's Plays mache. Es geht eigentlich nicht darum, um Klicks oder Aufrufe, sondern das kann jetzt einfach jeder sagen, aber mir ist es wirklich so, mir geht es einfach bloß darum, dass ich Leuten einfach Sachen zeige, neue Spiele. Und mir geht es einfach bloß um den Spaß mit euch. Wir haben hier eine kleine Community, aber hier, danke. Was stand hier gerade? Stand gerade irgendwas. Achso, hier war das, ja. Und wir lesen wieder aus der Elfenzyklopädie. Ja, komm. So, und wir lesen. The Mittens Thief, also der Handschuhdieb, ist über den Bergen und, jetzt noch, und über dem Schnee. Keine Elfe weiß, wo der Dieb ist, wo die Handschuhe gehen. Ich hoffe, alle 13 Jahre, all winter years. What just disable or what through or what griff? Okay. Es geht um einen Handschuhdieb, in dem das jede 13 Jahre werden Handschuhe irgendwie so geklaut. Es geht einfach darum, dass der Handschuhdieb hier alles linkt, ja. Linken geht schon mal, aber wenn man es so wieder zurückgeben, das macht man auch mal bei der Schule einfach Stifte einstecken, die dann natürlich wieder zurückgeben. Das mache ich auch oft. Nimm Stifte und gib sie ihnen dann wieder. Sagt so, brauchst du einen Stift hier? Wenn er gerade so einpackt, hier. Hier ist der Stift. Okay, gut, so. Den noch holen. Nein! Na gut, dachte schon. Nimm mir mal eine Abkürzung. So, nein! 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 Ich will nicht. Das ist voll gruselig, Alter. Die Slender-Oma da im Schatten. Und wir träumen von uns selber, wo wir uns dann schon verloren haben. Und nochmal von uns selber. Und von den Wichteln, die uns den Kakao gemacht haben, von unserem schönen Haus. Und nochmal von uns selber, von unserem Handschuhgrab. Was ist denn der von Ego? Der träumt ja nur von sich. Aber wenigstens können wir jetzt ganz doof fahren, einfach doof fahren lassen.